Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dead Space 3. Unser lieber Freund hier hat's mir ein bisschen in der Wand gemütlich gemacht. Ja, dem gefällt's doch. Dem gefällt's doch. Oh. Oh. Also wir befinden uns nicht mehr da, wo wir aufgehört haben, die letzte Folge, weil da ist es irgendwie abgespackt, das Spiel. Und deswegen mussten wir das Ganze nochmal machen. Ja, irgendwie mag uns Dead Space nicht. Ja, irgendwie. Oder besser gesagt, mich nicht. Ich bleib jetzt weg von der Bank. Na, bei mir funktioniert es jetzt irgendwie. Also, bis da hin, warte mal. Nee. Keine Erweiterung, ich muss da. Hä? Ach, fuck. Was? Entschuldigung. Wir haben noch vergessen, den Kern zu holen. Ach, das Ding doch, aber das hat doch gar nicht gelegen, ey. Nein? Ich bin der Meinung, ich hätte geguckt, warte, wir gehen einfach mal. Warte, ich geh mal gucken. Doch, es liegt da. Es blinkt ja. Genau da. Nee, bei mir liegt's nicht da. Nein? Nee. Dann hast du's. Ah gut, es kann ja sein, weil das deine Spielsitzung ist, dass du es schon hast. Ja, keine Ahnung. Also egal. Ich wollte ja gerade da irgendwas. Schnell Lucky Lucky machen. Ja. Lucky Lucky Senatorin. Ich verstehe das mit dem Waffenbauen doch nicht so ganz, ne? So, jetzt habe ich Erweiterung 2. Jetzt bin ich mal gespannt, was abgeht. Erweiterung habe ich da oben noch nichts. Upgrade Tools habe ich auch keine neuen. Ja, das musst du irgendwie ein bisschen selbst rausfinden. Das ist ein bisschen schwer zu erklären. Das Problem ist halt immer, dass man ja eigentlich gar nicht so viel Zeit hat im Let's Play. Ja. Aber das ist bei dem Spiel, ist das halt, wenn man das Let's Playt, dabei. Ja. Ich versuche ja so schnell, ich hole mir ein Stase-Pack mit. Vorsichtshalber. Ich versuche ja so schnell wie möglich das alles hinzukriegen. Dass man halt so wenig wie möglich an der Bank verbringen. Ja. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Es müsste ja irgendwie elektrische Ladungen dabei sein, ne? Jetzt habe ich irgendwie hier bei meiner selbst gedingsten Waffe nochmal einen Plasma-Cutter. Noch einen Plasma-Cutter? Ja, jetzt habe ich zwei Plasma-Cutter. Okay. So. Wir müssen da lang. Und nicht auf die roten Felder treten. Roten Felder? Und draußen. Wow! Wow! Die roten Felder. Roten Felder. Ich mache wow, wow, wow. Immer sachte. Immer sachte. Ja, Aufzug, mach hin. Mann. Entschuldigung. Nicht schlimm. Alter, ja, hier. Wie alles in Luft fliegt hier. Das ist ein sehr sicheres, ein sehr sicheres Hallo. Schiff. Oh. Warum? Ah, ist er reingeflogen. Ah. Ja, Alter, ist der so zerplatzt. Oh Gott, das ist so laut hier, es ist so laut hier. Aua! Wow, wow, wow. Hinter dir, hinter dir. Oh Gott, direkt hinter mir. Der ist irgendwie... Oh Gott, direkt hinter mir. Der ist irgendwie unter Strom gesetzt. Hä? Ich hab gesagt, der ist irgendwie unter Strom gesetzt. Ja, das ist, weil du jetzt den Dingens da hast. Ach so, ich dachte schon... Ja, ja. Ah. Nee. Ich hätte gedacht, du wärst das, Jan. Nee. Wow. Oh Gott. In der Luft abgefangen. Jo. Kommt auch jetzt. Wow. Oh Gott, wow. Gar nicht übertrieben. Aber weißt du, was ich doof finde? Dass nur du diese Upgrades da immer benutzen kannst und ich irgendwie nie. Das kann eigentlich gar nicht sein. Ich hab das aber nicht gekriegt, ich schwör's dir. Weil normalerweise müsstest du das auch können. Also ich hab's nicht gekriegt, leider. Also im ersten hast du, also bei dem, wo wir eben da waren. Ja, beim ersten Durchlauf, da hatte ich's gekriegt, das ist es ja. Aber jetzt lag's nicht da. Irgendwie habe ich immer einen perfekten... What the hell? What the hell? Drecksviecher, ey. Well.
diese Drecksviecher, ohne Witz. Jo, Alter, die. Oh, da kommt doch eins. Oh, daneben. Da kommt doch eins. Alter, die machen mich wahnsinnig, ne? Alter, die. Das sind elf. Da kommt doch eins. Alter. Das ist doch nicht normal. Komm doch, oh, leck mich am Arsch. Das ist doch nicht normal, dass da. Da bin ich doch psychisch krank, ohne Witz. Ich brauch Wolfram. Wie die schreien, ne? Da krieg ich Albträume von. Die Dinger. Die roten Teile, die hören sich gerade so an wie so. Wie so, so eine Hardcore-Metal-Band. So, wo müssen wir denn hin? Ach, wir müssen da hinten das Teil machen. Warte, ich guck hier mal gerade nochmal jetzt. Kann ja nicht angehen hier. Du musst beim unteren Teil gucken. Unteren Tool. Ob du da irgendwie hast. Einfache Strahlenkanone. Oh, ich baue mir jetzt einfach mal eine Schrotflinte. Schrotflinte? Ja, ich habe mir jetzt eine Schrotflinte gebaut. Bei Pläne hatte ich die drin. Okay. Ich guck mal auch so. Mal, was ich bauen kann. Einfache Strahlenkanone. Also ich hatte einfache Strahlenkanone, konnte ich bauen. Und, jetzt hast du gerade Energiekanone und Mjolnir geguckt, oder? Ne? Ne. Ah. Wenn ich 150 Wolfram hätte, 600 Halbleiter und 1650 Altmetall, könnte ich mir ein Mjolnir bauen. Ja, ich seh's gerade. Schrotflinte, die kann ich noch nicht mal kaufen. Ne? Bauen, ne. Ich hab jetzt eine Schrotflinte. Toll, ich bin einmal besser wie du, ich freue mich. Ich kann nur eine einfache Strahlkanone machen. Aber ich habe nur 7 Schuss für die Strotflinte. Strotflinte. Das heißt, es bringt mir nichts, aber ich schieße jetzt mal so 2-3 mit der Schrotflinte ab. Okay, da bringt nichts. Ah ne, ich habe 442 für die Schrotflinte, geil. Ja, das sind die gleichen Munition-Clips wie bei dem anderen. Ah, cool. Yay. So. Ich habe ihn. Oh. Hey, Santos, ich schicke Ihnen jetzt den Entschlüsselungscode. Was habe ich? Warten Sie, ich bearbeite die Nachricht damit. Versteckt Rosetta? Wer ist Rosetta? Sie haben wohl versucht, sie vor dem Vollstreckungsbefehl zu verstecken. Ihre Forschung könnte der Schlüssel zu allem hier sein. Aber warum ein Säuberungsbefehl, wenn dabei ein solch wichtiges Geheimnis zerstört wird? Vielleicht Panik? Oder sie wussten etwas, das wir nicht wissen? Isaac, danke fürs Nachsehen. Das könnte uns noch nützlich sein. Gut, ich gehe jetzt zurück. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Isaac, Ende. Yeah. Versteckt Rosetta. Ja. So. Die Terra Nova erreichen. Ja, jetzt müssen wir wieder zurück. Also sind wir jetzt hier fertig, oder was? Ja. Cool. Also eine optionale Mission haben wir dann mal fertig. Ich freue mich schon auf die ganz besonderen. Ja, ich mich auch. Aber das ist noch ein langer Weg bis dorthin. So. Du musst mir irgendwann sagen, bis wohin du gespielt hast. Ja. Also wenn wir dort sind, musst du sagen, bis hierhin habe ich gespielt. So, und wieder geht's raus. Yay. Optionale Mission. Hä? Wir haben doch schon fertig. Meine. Geht's irgendwie so milchig. Ui. Cool, wie hinten. Der gerade so da rausgesprungen ist, ja. Noch 100 Meter. Wir liefern uns ein heißes Race. Need for Speed Underspace oder so. Dead for Space. Ja, genau. Ne, Dead for Speed. Dead for Speed? Dead Speed 3. So, jetzt hocke ich mal hinten. Okay. Yay, hier ist jetzt vorne. Muss ich lenken oder so, ne? Nee. Aber ich muss das Ziel auswählen. Ja. Unendlich Weiten. Wir schreiben das Jahr 2013. CMS Terra Nova. Weiter. Terra. Terra Nova war doch eine Fernsehsendung, oder? Was? Yeah, Terra Nova war doch so eine Fernsehserie, oder? Ja. So, vor gar nicht allzu langer Zeit. In einer nicht allzu weit entfernten Galaxie. A long, long time ago. A long, long time ago. Weiter kann ich den Text nicht. Ich
Bye, Miss American. Impulskraft aktiviert. Softdock-Sensoren werden kalibriert. So, verlassen. Wow. Pilot Check-in, Airlock. Ich bin in der Terra Nova. In welcher Richtung ist das Shuttle? Santos, Sie haben die gespeicherten Aufzeichnungen gefunden. Was steht drin? Nur, dass das Shuttle außer Betrieb war. Sie wollten es aufschlachten. Okay. Super, also weiß niemand, was genau ist. Tut mir das Schrotti. Es muss irgendwo noch detailliertere Aufzeichnungen geben. Ich sehe mich mal im Schiff um. Da liegt was. Ein schwerer Standardrahmen. Wie witzig ist das denn? Was? Schade, dass ihr das nicht sehen könnt, aber als du den aufgehoben habt, ist er direkt vor mich gefallen. Okay. Aber ich kann es aufheben, weil mein Inventar voll ist, warte. Du kannst auch mir was geben, ne? Zu spät. Ne, ich hab's aufgehoben. Oh. Hier ist ein Rick. Mit Verspätung ist zu rechnen. Gibt's irgendwie einen neuen Anzug? Nein. Oh. Rig Upgrade. Gesundheit. Oh, Gesundheit. Persönliches Logbuch. Die Terra Nova ist wie eine kleine schwebende Stadt. Die Sektionen vorne, in der Mitte und hinten sind über ein Bahnsystem verbunden, das entlang des Schiffsrückens verläuft. Ich muss diese Bahnstation finden und zur Achternstation gelangen, da die Crozier dort ist. Ich kann nicht mehr lesen. Ja, mach du nur. Ja, da bin ich hier noch am Upgraden. Ja. Was hätte man dann hier so? Sucherbots. Die Sucherbots sind cool. Gibt's die schon? Nee, aber ich hab da oben so ein. Die Sucherbots, die suchen dir nachher Altmetall und so Pipapo-Dinger. Cool. Und dann findest du auch Wolfram. Cool. So. Gut, mehr kann ich. Schneller hier. Ja, mehr kann ich nicht upgraden. Manchmal auch. Ah ja, mach du nur. Da habe ich ein bisschen Luft und ein bisschen Stase und sowas. Ein Chinese ein bisschen aufgegradet. Mhm. So. Was mache ich in der Zeit? Könnten wir gerade mal. Ja, den Missionsziel hast du jetzt eigentlich durchgeguckt, oder? Naja, nee, persönliches Logbuch, doch, hast du davor gelesen. Persönliches Logbuch habe ich geguckt, ja. Die Terra Nova ist wie eine kleine, schöne Stadt, ja. So, was haben wir da noch? Datenbank. Kapitel 5. Haben wir nichts. Sucherbots haben wir auch noch nichts. So, das ist die Terra Nova. So, ich habe auch ein bisschen was upgraded und bin fertig. So. Die Terra Nova wird mit geringer Notenergie betrieben. Oh. Hauptsache die Aufzüge gehen. Ja. Ich würde bekommen 2. Achso, du konntest auswählen. Ja, bei 3 konnten wir nicht. Ich bin gespannt. Wie ein Flitzebogen? Ja. Na komm schon! Rollert schon rein, Alter. Alter. Der Aufzug hat mich gerade voll erschrocken. Der Aufzug. Ah, Coop geben. Yeah. Drücke Tab und wähle Objekte aus, wenn du teilen möchtest. Ne, möchte ich auch nicht. Doch, ich möchte was teilen. Ich habe aber Inventar voll. Ja? Ja. Was möchtest du denn teilen? Ich habe dir einen Stasepack gegeben. Ah. Oh, hat keine aber du, Platz. Ja, ich hab keinen Platz. Toll. Tut mir leid. Naja, was soll's. Energiereserven sind auf Standby. Frachtfunktionen sind offline. Danke, dass du es mir sagst, Computer. Eine Nachricht. Schiffsrekorder ein. Alle bereithalten für Drosselung. Okay, Edwards, es kann losgehen. Verstanden, Bell. Auf der Brücke heißt das für dich immer noch Commander. Schon klar, Schätzchen. Retroschub aktiviert. Wow, ruhig, Brauner. Das Lordboot hat angelegt. Vielen Dank, dass Sie mit der Terra Nova geflogen sind und willkommen am Arsch des Universums. Okay, Leute, Beeilung jetzt. Sikorsky, du rufst Admiral Graves. Kettle, du meldest dich bei Cargo Off. Ist jetzt deine Show.
setzen wir die Schiffe ab. Aufnahme Ende. Okay. Interessant. Hier läuft coole Musik. Ja. Hier oben. Ich habe einen Artefakt gefunden. Yay, darf ich vorlesen? Ja, kannst du machen. Offizierslog CDR Valerie Deeds. Heute riss die Wolkendecke auf und wir setzen die CMS Crozier ein, um die Gelegenheit zu nutzen. Während des ersten Überflugs erspähte die Crew inmitten eines zerklüfteten Kraters einer ungewöhnlichen Felsformation. LT Metcalf. Lieutenant. Jo. Lieutenant Metcalf. konnte Bilder von einer Reihe schneebedeckter Obelisken nahe der Spitze machen. Die Anordnung war chaotisch, wie man es auf einem solchen stürmischen Planeten auch erwarten würde. Aber ihre Größe und Form sind nahezu identisch, wie zwei ineinander verflochtene Ranken. LCDR Busby litt während des Flugs unter spontan auftretenden Kopfschmerzen und verminderter Sehkraft, weshalb er vom Dienst befreit werden musste und sich später einer medizinischen Untersuchung unterziehen wird. Geil. Kurzschluss infiltrieren? Ja, warum nicht? Ah, jetzt muss ich das machen. Oh Gott, okay. Ah, das kenne ich noch. Irgendwas mit langsamem Drehen. Drehe langsam blau für blaue Schwachstellen und drücke dann linke Maustaste. Ja, ich muss, Alter. Ah. Oh, Gott sei Dank, ich hab's gerade hingehört. Funktioniert's? Ja. Oh, was zur Hölle? Wäre unser Shuttle hinten im Schiff. Warte, ich muss gerade mal. Ich will nur hören, dass es uns zum nächsten Raumfahrtweg bringt, wenn wir es wieder flott kriegen. Oh. Laut Diagnoseprogramm ist es ein Schrott. What the fuck? Wir kriegen es doch wieder flott, oder? Überall um uns herum sind Ersatzteile. Ich bringe die Kiste zum Fliegen. Na klar. Das kriegen wir hin. Alter, du kamst einfach von hinten einfach angesprungen. Ich? Ich hab einen Textlog gefunden. Cool. Oh Gott. Wie lang ist das? Oh, gar nicht so lang. Beginn der Aufzeichnung SCAF ISC 3069-2 CMS Terra Nova. LCDR Sam Kettle. Adam Graves fordert den Versuchsobjekttransport von Planeten an. CMS Crozier und CMS Franklin sind unterwegs. Was zum Teufel geht hier vor? Wir sind ein Versorgungsschiff, kein Zoo. KDR, was heißt denn KDR? Commander, glaube ich. Commander? Ja. Ich sage mal einfach Commander. Commander Valerie Treats, Transport bestätigt. Sorry, Sam, mir sind die Hände gebunden. Sehen wir einfach zu, dass das Zeug auf dem Laderaum beschränkt ist. Verdopple die Quarantäne-Checks. Ende der Aufzeichnung. Das war die, wo eben gesagt hat, für dich immer noch Commander an Deck des Schiffes. Ah, okay, dann ist wirklich Commander. So, jetzt haben wir aber auf jeden Fall eine Platine bekommen. Ja, eine Platine plus 1 Feuerrate. Ja, das ist cool, 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 cool. Echt cool. So, was wird uns hier noch erwarten? Das ist die große Preisfrage. Wow. Was? Du hast mich erschreckt. Wow! Halleluja! Ich will spielen! Hab ich gewonnen. Halleluja. Ist genauso schlimm wie das eine Teil vom Anfang. Ja, wie der Clown da. Ja. Ah, runter. Ja. Mach Platz, Digga. Ja, was denn los da? Was denn los hier? Mein Inventar ist voll. 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 Mit F-O-H-L. Alter, geh mal aus dem Weg, Alter. Ich wollte nur gucken, ob du kommst. Oh. Von links. What the hell? Geil. Ich will auch nicht. Oh Gott. Ah, Achtung, Achtung, Achtung. Wow. Ich hab grad die Kiste nach dem Teil geworfen. Alter, die Shotgun gefällt mir. Boah. Entschuldigung. Nichts passiert. Oh, was habe ich hier gefunden? Ah, ich kann es nicht holen. Was ist das? Was irgendwas wichtig ist, ich weiß gerade nicht. Warte, ich komme. Alter, ich pumpe mir die Shotgun so auf, die ist richtig geil. Hydraulikantrieb. Da bist du in Zukunft für... Ah, was ist das hier? Hydraulikantrieb. Ich glaube für eine Waffe.
Ja, ich glaube auch. Wir brauchen eine Bank, dann sind nur zwei Plätze frei. Ja. So, ich gehe mal da runter. Vor allem schmeiße ich die ganze Zeit Munition weg, weil ich denke, dass... Nein! Ich will das aufheben. Danke. Oh, hi. Ich hab dir von oben Rückendeckung gegeben. Du blockierst die Leiter. Okay, jetzt nicht mehr. Warte. Ja, ist okay. Nein! Hotel! Wow! Was zur Hölle? Warum habe ich ihm nichts abgezogen gerade? Oh, Stase geht nicht. Ich kann kein Stase-Pack holen. Ich wollte eigentlich das machen. Was hast du da? Cool. Ja, die kannst du benutzen und kannst du eigentlich. Naja, Medipack brauchst du nicht. Da oben ist noch was. What the hell? Wo? Oh, leck. Hallo. Genau das will ich. Wie der da hängt. So. Oh Gott, bloß nicht auf mich. Nee, jetzt will ich gucken, dass irgendeiner. Altmetall habe ich gekriegt. Ich habe gar nichts bekommen. Cool. Ach, das. Alter. Ich habe erst gedacht, hier das. Warte. Hier das wärst du und habe gerade gewundert, wer steht denn da hinten? Ich habe jetzt schon gesagt, ich habe jetzt eigentlich gedacht, das fängt jetzt schon an. Aber. Na gut, da geht es nicht weiter. Müssen wir runter. Ihr muss mal runter, ja. Habe ich schon gecheckt. Die Lage gecheckt. Oh. Oh, was zur Hölle? Ist das so ein Sucherbot? Wow. Ja. Ist das eine Schildkröte? Ein alter Sucherbot. Könnte noch nützlich sein. Geil. Oh, der wird sehr nützlich. Besonders, weil er einfach so komische Waffe ist. Und jetzt drücke 3 um Sucherbot. Und jetzt. Ups. Und jetzt kann man hier dann halt mit dem Radar. Okay. Aber was habe ich jetzt getan? Jetzt habe ich ihn ausgesetzt. Und der bleibt jetzt so lang, bis du zur nächsten Bank. Und dann bringt er zu dir. Der Bot sucht Ressourcen und bringt sie zur Bank. Muss ich da sagen, was er sucht, oder sucht er einfach? Nee, der sucht einfach das, was er findet. Okay, und ist das richtig, dass ich den jetzt einfach so ausgesetzt habe? Ich habe Angst, dass. Nee, da passiert nichts. Der kommt immer wieder zurück, klar. Süß. So, ich habe hier. Ja, ich hab's gesehen. Welche Katja Burkhardt? Warum? Also süß. Süß. Robbenbabys so. In Soest oder so, irgendwie sowas. Ja. Im Soester Zoo sind 2 süße Robbenbabys auf die Welt gekommen. Aber wir müssen da hinten hoch, wo die Sucherbots hingehen. Immer den Sucherbots hinterher, yay! Ja, ich geb dir Rückendeckung. Alles uralt. Achtung, geh weg. Geh weg, bitte. Geh weg. Wow! Wow! Ups. Wow, du bist weggeflogen. Ja, ich habe aber irgendwie nichts abgezogen bekommen. Ich bin Gott. Wow. Warum habe ich jetzt diese Waffe? Die wollte ich doch gar nicht. Ich kann nicht hochgehen. Sorry. Nee, ich war gerade dumm. Ach so, nee, das ist, wenn du zu nah an mir stehst, dann komme ich da nicht hoch. Ja, deshalb bin ich ja gerade weggegangen. Oh, leck. Alter. Ich liebe diese Waffe, ey. Ja, ich hasse diese Viecher. Euch auch. Alter. Ich will auch diese Waffe. Wo ist noch eins? Oh, hinter uns. Oh. Das war hinter uns. Oh Gott. Naja, ich will die Schrotflinte haben. Der haut einfach rein, Alter. Das ist echt geil. Oh, Bank. Wow. Na toll. Ach, die Viecher. Ich hol den linken. Okay. Ja gut, ich muss unbedingt Feuerrate erhöhen. Wow. So. Ja, ich muss unbedingt die Feuerrate erhöhen, weil das ist weg. Doof. So, hier ist ein Textlog, den sollen wir den jetzt schon aufheben und legen? Nee, gleich, ich gehe jetzt erst kurz an die Bank. Ja, ich gehe auch an die Bank, ich will die Feuerrate erhöhen von der Shotgun. Meine Inventory ist zu full. Ja, meine auch. Oh, ich kann das verbessern. Same. Ja, unteres Tool habe ich gar nichts. Ich mache ins obere Tool. Feuerrate hinzu. Du kannst ja auch wieder die. Hä? Hallo? Ah, danke schön. Du kannst ja auch, ich glaube. Warte, ich guck mal. Du kannst ja auch neue Platinen erstellen, ne?
Ah, okay. Aber da brauchst du dann halt auch... Oh, ich hab Wolfram. Hab ich einen Wolfram her? Egal, ich guck mal grad. Ah, ich kann... Ah, ne, doch, ich kann einen Torque erstellen. Ja, genau, erstell einen. Weil, okay. Weil die Dinger... Gut, hab ich. Mit denen, ich guck auch mal, ob ich einen... Ah, gut, wenn wir nur einer den hat, reicht ja, oder? Klar, aber es gibt ja mehrere. Es gibt ja mehrere von diesen Türen. Ah, okay. Und die sind halt, das sind halt wie damals mit den, mit was war das? Bei Dead Space? Mit dem komischen, war das Platinen oder sowas? Wo du dann halt die Bonustüren aufmachen konntest. Mit so Munition und alles Pipapo und Gedöns. Ja, keine Ahnung. Das ist dann halt hier das mit den Torque-Stangen. Ah, okay. Wo dann halt in den Raum kommst, wo dann halt Wolfram und Medikits und vielleicht auch neue Waffen oder neue Standardrahmen und sonst was. Mhm. So, ich mache jetzt mal hier nochmal ein paar Sachen weg. Ich habe jetzt mal einen Hydraulikantrieb an meine Shotgun gemacht. Ach, stimmt ja. Boah, jetzt bin ich wohl schon wieder an die Bank. Ah, jetzt können... kann ich die so töten. Also so wegschlagen. Ach, stimmt ja, das ist geil. Gut. Unteres Tool, nicht verfügbar. Was natürlich sinnlos ist bei einer Shotgun, weil die sowieso auf naher Entfernung nur gut ist. Und dann brauche ich die auch nicht wegschlagen. Obwohl, wenn ich dann geschossen habe und verfehlt habe... Warum kann ich unten kein... nichts machen? Ach, so muss ich... Ah, ja. Nein. Boahaha. Was denn? Warte. Wird das besser? Probieren wir jetzt mal was. Zu dem ich jetzt gerade nicht viel sage. Und halbe die Leute kurz. Ja, ich bin selber gerade am gucken hier. Ja, wir müssen sowieso die, Okay. Die, ich habe jetzt auch mal elektrische Aufladung an meinen Plasma-Cutter gemacht. Das heißt, ich habe jetzt meine Waffen voll aufgetunt. Ich bin jetzt auf dem neuesten Stand der Upgrades. Was habe ich jetzt für eine Waffe, Alter? Upgrade mit Doppel-D für die doppelte Dosis an Zuhälter gebahren. Was habe ich denn jetzt für eine Waffe, Alter? Ich weiß es nicht. Warte, ich muss dir angucken. Was ist das? Ach, das ist dieser Stoßdingens da. Das Stoßding ist sau behindert, ey. Nee, die will ich nicht. Ja, mach die weg, die ist sau bescheuert. Nee, ich hab grad nur gesehen, dass ich irgendwas anderes holen kann. Ja. Nee, ich will meine normale Waffe wieder. Cool, also ich bin gewappnet für die Zukunft. Ja. Drehmaschettenmodul. Oder Nahkampftool. Ich weiß nicht. Ich will Nahkampftool. Okay. Weil das ist eigentlich sau lustig. Wenn du einfach in der Nähe bist und einfach drin haust. Ja, ja. Ich mach das ins untere Tool. Herr Feuerrad, ein untere Tool bringt ja nichts. Wenn es ein Nahkampf ist. Ja, das stimmt. Standardspitze. Oh, die Shotgun sieht schon geil aus. Obere Tool, Standardspitze. Ich freue mich schon, wenn du so viele geile Sachen findest. So, aber ich würde sagen, wir haben jetzt schon fast 30 Minuten. Ja, echt? Ja. Deshalb würde ich sagen, beenden wir gerade hier. Jo. Und sehen dann uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüssi.